Der wilde Tabak. Sein Überleben hängt davon ab, wie effektiv er sich gegen Fraßfeinde verteidigen kann. Kein Mensch kommt ihm zu Hilfe. Wenn es Nacht wird in Utah, kriecht der größte Feind des Tabaks aus seinem Kokon. Es ist der Tabakschwärmer, Manduka Sexta. Noch wirkt er mit seinen 6 Beinen unbeholfen. Doch das wird sich schnell ändern. Nur noch die Flügel müssen sich vollständig entwickeln. Dann kann es losgehen. Die Forscher des Max-Planck-Instituts für chemische Ökologie beobachten, was genau sich in der Nacht abspielt, und legen sich auf die Lauer. Die UV-Lampe soll die Motten anlocken. Als Nachtschwärmer reagieren sie besonders auf kurzwelliges Licht. Der Tabakschwärmer und der Tabak haben ein zwiespältiges Verhältnis. Einerseits bestäubt er die Pflanze, wenn er ihren Nektar trinkt. Das ist gut so. Andererseits legt er auf ihr seine Eier ab. Über 1000 Eier werden am Stiel oder der Blattunterseite deponiert. Noch schaden die Eier der Pflanze nicht. Doch schon bald schlüpfen kleine Raupen aus ihnen. Auch wenn sie niedlich aussieht. Sie will wachsen und fressen. Sofort macht sie sich über die Blätter des Tabaks her. Sie ist gegen das Nikotin des Tabaks immun. Mehr noch, sie nutzt das Nervengift sogar, um ihre eigenen Feinde abzuschrecken. Denn nun hat sie das Nikotin im Darm. Und so frisst sie die Pflanze scheinbar ungehindert kahl. Tag für Tag schaufelt sie mehr in sich hinein, als sie selber wiegt. Eine wahre Fressmaschine. Doch mit ihrem Speichel hinterlässt sie eine verräterische Spur. Der Tabak erkennt dadurch, wer an ihm knabbert, und aktiviert eine weitere Verteidigungsstrategie, wieder mittels Jasmonsäure. Die Jasmonsäure ist ein Signalmolekül. Es entsteht aus Fettsäuren, die Pflanzen in ihren Membranen haben. Die Jasmonsäure entsteht an der Stelle, an der die Raupe die Pflanze angefressen hat. Sie wandert in andere Pflanzenteile und aktiviert eine ganze Reihe von Verteidigungsstrategien. Und diese können sehr komplex sein. Zum Beispiel so. Wird ein Blatt der Tabakpflanze von eben dieser Raupe angefressen, wandert die Jasmonsäure in andere Pflanzenteile. Danger! Danger! Da der Tabak aber erkennt, dass Nikotin bei der Raupe des Tabakschwärmers nichts nützt, fährt er die teure Nikotinproduktion runter. Dafür aber setzt er auf eine andere Strategie. Er aktiviert andere Substanzen im Inneren. Und zwar verführerische Duftstoffe. Diese riechen für die Feinde der Raupe scheinbar wie gebratener Speck. Die Pflanze lockt mit einem unwiderstehlichen Parfüm. Und wen ruft sie zu Hilfe? Räuberische Wanzen. Sie wittern schon aus der Ferne die Duftstoffe und folgen ihrer Spur. Und tatsächlich, sie entdecken die Raupen zielsicher. Noch ist die Raupe klein und zart. Dennoch wehrt sie sich nach Leibeskräften. Der Kampf der Insekten beginnt. Raupe gegen Wanze. Die Raupe versucht, sich dem gefährlichen Stechrüssel der Wanze zu entziehen. Doch dann der entscheidende Stich. Die Wanze hat den Kampf gewonnen. Diese Raupe kann dem Tabak nicht mehr schaden. Er ist seinen lästigen Fraßfeind los, weil er ein cleveres Bündnis mit einem Helfer geschmiedet hat. Diese Strategie funktioniert aber nur, solange die Raupe klein ist. Ist sie erst einmal ausgewachsen, kommt keine Wanze mehr gegen sie an. Daher hält der Tabak einen weiteren Schlachtplan parat. Wieder macht sich unser Bote die Jasmonsäure auf den Weg, um den Raupen den Appetit zu verderben. Er sorgt dafür, dass ein weiterer Stoff hergestellt wird.
Manchmal sind es Substanzen, die die Verdauung der Raupe hemmen und damit ihr Wachstum bremsen. Somit bleiben die Tiere klein. Das Ergebnis: links mit und rechts ohne Verdauungshemmer. Ist die Raupe klein, klappt's auch mit dem Helfer. Denn wachsen die Raupen langsamer, bleiben sie auch länger angreifbar für die Wanzen. Sie befreien den Tabak von den lästigen Fressmaschinen. Alle Achtung für diese ausgeklügelten Strategien. Clevere und wehrhafte Pflanze. In der dritten und letzten Folge sehen Sie, was passiert, wenn die Forscher Gene ausschalten, die für die Verteidigung dringend notwendig sind. Bleiben der Pflanze noch andere Abwehrmöglichkeiten? Welche Kampfstrategie verfolgt sie jetzt? Denn schließlich geht es um Leben und Tod.